Hallo, mein Name ist Marito und ich habe ein Problem. Ich bin 7 Days to Die. Süchtig. Nein, süchtig bin ich nicht. Hallo, liebe Zombie-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ich bin rübergefahren ins Schneegebiet. Ich habe einiges an Stein gelootet. Also mit der Spitzhacke jetzt ist es so easy. Ja, die untere Kiste wird unsere, wir nehmen es auf jeden Fall mit Heimkiste. Ich habe auch beim Händler noch ein bisschen eingekauft. Vor allem hier Stahl und Beton. Das nehmen wir nicht unbedingt mit heim, ne? Wir brauchen viel Holz, ich habe kein Holz mehr. So, ich habe ein paar Bücher bei den Händlern gekauft. Die werden wir jetzt alle lesen. Alles, was man gedacht hat, was man noch brauchen können, um voranzukommen, was halt es gegeben hat. Ich habe da jetzt wirklich bewusst ein bisschen Geld investiert, ne? So. Federn nehmen wir auf jeden Fall mit nach Hause. So und so und so. Und das nehmen wir daher. Aufbewahrungskits, was wir nicht zwingend mit heimnehmen müssen. Ne? Falsche Taste. Wir brauchen auch nicht so viel Reparaturpakete unterwegs mit. Es ist alles gut repariert. Wir haben Munition. Habe ich in Droni auch noch Munition? Da habe ich auch noch Munition in Droni. Und auch noch Essen in Droni. Das heißt, wir werden es eher so machen, dass wir das hier lassen. So, das nehmen wir noch mit rüber. Das nehmen wir noch mit rüber. Wir haben Dietrich hier mit. So. Alles klar, Schlafsack, habe ich den hier gesetzt? Ja, gut. Holen wir uns die erste Vierer-Quest hier im. Gut, schauen, das ist Elia, jawohl. Wir holen uns die erste Vierer-Quest hier im Schneegebiet. Mein Freund, Entschuldigung. Ich habe übrigens so zwischenzeitlich ein bisschen nachgedacht und ich brauche eigentlich ja in der keine Lichtmod, ne? Guns, knives, ammo, explosives. I've got Wir haben ja die Helmlampe. Nee. Weapons. I hope you know Trader Jim. Wir wollen eine Aufgabe, eine Stufe 4 beseitige Zombies. Let me give you a bit of advice. Shoot first, ask questions later. Genau, zuerst schießen, dann fragen. So, die sind jetzt eh alle hier in der Nähe. Stampfi haben wir auch mit, ne? Hier gibt es jede Menge. Gammelfleisch braucht man noch. Ich weiß schon, da drüben ist die Einfahrt. Ich parke hier. Da kommt das Gammelfleisch schon direkt auf uns zu. So. The Mortician's House. Servus. Headshot. So. Wir laden alles nach. Und jetzt, warte mal, hier möchte ich jetzt kurz was probieren. Wenn wir das jetzt abbauen, kriegen wir dann auch ein Beet raus? Nee, kriegen wir nicht raus. Okay. Wir werden uns hier hauptsächlich durchschießen, ne? Jetzt sehen wir das Kind von oben auf, wie es ausschaut. Na, kommt jetzt nochmal der Geier.
schauen wir da, dass wir so viel wie möglich mitnehmen. Wir werden allerdings wirklich nur so Grundsachen mit nach Hause nehmen, was wir auch wirklich brauchen. Kohle zum Beispiel ist auch was, was ich mit nach Hause nehmen würde, ne? Dann im weiteren Verlauf. Dann lasst uns da gemütlich, wir haben Zeit, ja. Wir haben ein großes Magazin. Und da, wo wir Munition sparen können, werden wir Munition natürlich sparen. Kann man davon anders irgendwo rein? Ist da was drin? Da ist doch was drin. Eine Bogensehne. Sehr gut. Wir wollen uns ja eine Armbrust bauen, ne? Und hier im Schneegebiet eine Vierer-Quest ist natürlich schwieriger als wie bei uns, ne? Achso, da werden wir auch hinkommen. So. Erstmal hier zumachen, damit wir Ruhe haben. Grundsätzlich hat der Droni die Heilmod drin, ne? Und sie hat auch was zum Heilen drin. Ergo sollte uns die heilen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Vehikelbücher wären wir jetzt gerade ein bisschen lieber. Ich will nämlich das Auto bauen, ne? Den Ofen finde ich so cool und ich finde es das cool, dass das Lomo den in seinem Let's Play hat mit der Mod. Mit seinem Mod-Paket. So, Stühle werden wir scrappen. Holz. Okay, dass hier keiner da ist, wundert mich. Kleber, sehr gut. So, hier werden wir was zu essen finden. Das gönnen wir uns gleich. Incoming enemy. Prepare for complex. Genau. Bin dann eher am überlegen, ob ich hier auf Sturmgewehr dann auf die, also auf der AK nochmal was drauflege. So ein Schalldämpfer oder so. In die Richtung. Bilder sollte vielleicht ein bisschen mehr schauen, ob was dahinter ist. Schaut ja auch aus, wie wenn eine doppelte Wand wäre. Gammelfleisch, sehr viel. So, und geht's jetzt hier wieder raus. Okay, so. Eine Maus hangfest. Blei braucht man nicht unbedingt. Natürlich braucht man Blei, ja, aber wo geht's hier weiter? Achso, hier. Ich hätte halt so gern so einen Billardtisch, ne? Kriegt man aber, glaube ich, nur im Cheat-Menü, oder?
Processing. Okay. Leder. Sind wir gleich wieder voll, ne? Warum sind hier so viele Krankenbetten herin, sage mal? Vehikel! 54, 16 Bücher braucht man da noch. 16 Bücher, das ist nicht viel, wie wir wissen. Die hat man gleich einmal. So, warum ist da drüben jetzt verschlossen, ne? Ist das der Bereich, wo wir schon waren vom Haus? Kennen wir beides schon, wird verkauft. Schätze, hier geht's gleich mal ab. Ich höre es ja schon. Hier klopft auch noch irgendwo jemand dagegen. Gammelfleisch, sehr schön. Verschlossen. Was sind das für ein Haus, sag mal. Es kommt mir aber bekannt vor, der Poe. Wenn ich ehrlich bin. Der Poe kommt mir irgendwie bekannt vor. Nice. Lernen. Nein, 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 nein. Oh, falsche Taste. Das scrap mal, scrap mal, scrap mal. Nehmen wir mit. So, die baue ich jetzt nicht mehr ab, nachdem die eh keine Bahn mehr geben. Können wir es auch gleich da stehen lassen. Nein! So. Braucht man nicht, braucht man nicht. So, braucht man auch nicht. Die Samen, Saatgut braucht man halt wirklich gar nichts, ne? Pflanzenmäßig. Niet. Master, we are not alone. Ach was. Wo kommt denn dann hier mal wer rein, ne? Irgendwo muss doch dann jetzt mal wer kommen. So, bin irgendwie voll angespannt schon wieder. Das ist so wild. Das ist ständige Anspannung. Und sobald das Spiel wieder startest, ja. Sobald du auf Aufnahme drückst, in so ein Poe reingehst, ist automatisch gleich wieder angespannt. So, was haben wir gesagt? Das lassen wir da. Die Kürbisse lassen wir auch da. Das essen wir. So, hier geht's weiter.
Albi! Gib Ruhe, du hast keine Chance. Lebt der noch? Das ist zwar Verschwendung, ja. Aber manchmal kann man schon mal was aufschießen, ne? So, das ganze Esszeug, ja, ist nice to have. Wir brauchen es nur nicht. Hier. Den Sand haben wir auch jetzt mehr oder weniger mal genug. So, Forge Ahead. 6 Bücher noch, dann sind wir mit den Forge Ahead Büchern durch und können selber einen Schmelztiegel bauen. Da haben wir reingeschaut. Okay, da geht's in den Keller. Schauen wir aufs Klo. Ist zwar nice, ein bisschen Mais, ja, aber wir brauchen ihn nicht. Also, das war gerade Edia, der was von außen reinkommen ist. Verstehe. Und wenn ich mir jetzt richtig erinnere, ist da unten noch so ein richtiger Bunkerding, ne? Geht's gleich voll in den Untergrund. Nee, warte mal, das war das, wo hinten dann irgendwie so ein Gitter ist. Oder? Wo ging es denn hier hin? Ah, einfach nur zu dem Rucksack. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Knochen wir noch zu Hause haben, ehrlich gesagt. Incoming enemies, prepare for conflict. Eine Fünfer-Schaufel. Stahlschaufel Stufe 5. So, sehr gut, können wir eh noch nicht bauen. Überall Gemüse drin. Okay. Stühle kurz scrappen. Metall. Glaub, gemüsetechnisch sind wir gut versorgt, ne? Wir müssen natürlich unsere Beete noch bauen, unsere anderen. So, hier geht's weiter. Was ist das hier? Ist das so ein Bestattungsinstitut oder was? So zu Hause? Privates? I've got a bad feeling about this. Ja, von oben kommt irgendwer, ich weiß. So, das würde ich allerdings jetzt schon gern mitnehmen. Wir lassen es Blei da, das können wir scrappen, das können wir auch scrappen, haben wir genug. Lass uns Blei da, haben wir gesagt. So, da ist doch was drin, ne? Da ist doch was dahinter. Sind nicht ausgezahlt. Das Problem ist halt, wenn es so viel weglasst, musst du immer schauen, was kannst du da lassen, was willst du verkaufen. Wir können Droni noch ein bisschen was geben. Hier das Verkaufzeug zum Beispiel. So. Knüppel kann man sich auch zu Geld machen. Ups, falsche Taste. So, und wir kommen jetzt, glaube ich, schon relativ zum Ende des Pools, nämlich, wenn ich mich richtig erinnere. Nehmen wir nur mit.
Ja, genau. Das ist das, was ich gemeint habe. Da geht es jetzt dann gleich ziemlich Arthur, we are ab. not alone. Da ist jetzt quasi die Endwelle. Erstmal schauen, was alles läuft. Das war's. Ich wusste da, konnte mich da noch erinnern, dass ich da schon mal. Entweder bin ich da gestorben, ich weiß nicht mehr, na klar, ich gestorben bin hier nicht. Aber es war ziemlich eng. So. Kneipenschlägerei, auch recht. Incoming enemies, prepare for conflict. Nö. Kommt da niemand? Was haben wir da unten noch? Irgendwas zum Looten? Nöp. Da vielleicht noch was dahinter? Nein, nein. So einen Schädel brauchen wir auch auf unserer Farm. Wo ist da jetzt der Loot? Müssen eh dann wahrscheinlich das Motorrad kurz mal einräumen. Rede mit dem Händler. Grundsätzlich sind wir ja fertig, ne? Da geht's rauf. Hä? Wo ist das? Ah, hier ist der Loot. So, schauen wir mal, was kriegen wir denn hier? Ja, wir gehen schon mal zum Motorrad, ne? Okay. Ah, da ist Segler. Das Coole bei diesen Missionen ist ja auch, dass wir dadurch wieder mehr Munition kriegen im Endeffekt. Man kommt darauf an, wie gut wir sparen, ja. Aber so im Allgemeinen ist das schon möglich, dass wir uns da damit unseren Munitionsvorrat wieder ein bisschen aufbauen. Oder ausbauen eigentlich. Muss man sagen, so. Jetzt loopen wir hier schnell durch. Und haben wieder was geschaffen. Wir können uns dann gleich noch eine neue Quest annehmen. Für morgen allerdings. Ich glaube, in der Nacht ist hier nicht so lustig. Na, schauen wir mal. Eigentlich könnten wir es probieren, oder? Schlafsack haben wir ja gesetzt, so. Ja, nice. Autositze. Eine Autositzmod, damit man gemütlicher sitzen. Jo. 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 Eine Magnum. Jetzt haben wir endlich eine Magnum. Die behalten wir uns. Eine Magnum haben wir noch keine. So. Rede mit dem Händler. Das machen wir jetzt auch. Uah. Schert manchmal so aus. So. Und schau. Räumen kurz zu Hause aus, was wir uns behalten. Bevor wir mit dem Händler reden.
Master, we are not alone. Die heben halt schon ein bisschen mehr, ne? So. Das geht mit nach Hause. Definitely. Das Kunststoffsehnen-Mod haben wir auch noch nicht. Ist für den Bogen. Beziehungsweise für den Arm, für die Armbrust. Ihr Bekleidungspaket nehmen wir mit nach Hause. Das kommt mit nach Hause. Das kommt mit nach Hause. Die behalten wir jetzt mal am Mann. Sag mal, geht's dir noch gut? Es kommt in die Vielleicht-Kiste. Das verkaufen wir gleich. Drohne ja da noch was, ne? Zum Verkaufen allerdings nur. Zip. Einmal alles. Dankeschön. Schnell einsortieren. Klebeband nehmen wir definitiv mit Hause. Die nehmen wir gleich. Schießpulver. Eisen. Was? Stockstabteile verkaufen wir. Von denen habe ich schon immens viel. Ölschiefer gehe ich dann sowieso noch sammeln. So, die bauen wir gleich um. Die gehen mit nach Hause. Das wird verkauft. Das, ja, lassen wir mal da. Kommt hier rein. Zack. Genau, das wollte ich jetzt probieren. Wenn ich das... Das müssen wir jetzt kurz was, gleich was probieren. Warte mal. Bier verkaufen wir. Braucht man nicht. Zement. Wird eh schon wieder happig, das alles mit nach Hause zu nehmen. Kleber nehmen wir definitiv mit nach Hause. Das haben wir gesagt. Verkaufen wir. Also, warte mal. Hat sie den... Das und das und das und das und das und das. Genau. Assassinen am 5er würde ich mir jetzt erstmal aufheben. Braucht man nicht. Hier, wie stellt man Farbe her? Das wollte ich nämlich schauen. Ja. Und wenn ich das jetzt scrappe, was kommt? Dann kommt sowas raus. Das, genau, das wollte ich probieren. Das wollte ich wissen. Okay. Das wollte ich wissen. So. Messing geht definitiv mit nach Haus. Ja. Tee können wir trinken. Sind die durstig? Trinken wir gleich zwei. Sind wir nicht so. Wo habe ich jetzt hier so viel... 9mm Munition braucht. Great to see you, Master. Ich mag das so, wenn sie mich Master nennt. Ob ich jetzt da so viel Munition? Achso, da ist der zweite Stack, deswegen hat er das. Okay, verstehe. So. Verstehe. Schalalalala. Die Schaufel wollten wir nur schnell umbauen. Wart. Verändern. Zack, zack, zack. Nehmen wir die. Verändern. Da ist es. Zack, zack, zack. Dann können wir die auch verkaufen. Abschließen. Und die 5er behalten wir uns natürlich, ne? Und sind jetzt noch besser beim Lehm und Sandschaufeln. There's always more work to do, if you're interested. Nehmen natürlich das. Paket, hast du eine Aufgabe? Beseitige Zombies. Abholen, säubern, beseitige Zombies. 373. The Fates Motel. Oh Gott. Now don't get yourself killed. I want that commission. War The Fates Motel nicht das, wo man letztes Mal flüchten pay müssen? Or pay the consequences. War das nicht das, wo wir flüchten haben müssen, Leute? Wir haben noch Zeit, ne? Wir haben noch schnell die Kohle aus. Zack.
kommt dann hier rein, wenn er es nicht will. Gleich mal voll tanken wieder. Schauen, dass immer getankt ist. So, Fates Motel. Wir fangen die Quest einfach an, ja, und machen sie dann in der nächsten Folge fertig. Gibt es noch so viel, was wir looten könnten oder können. Wir müssen ausgerechnet wieder zu Fates Motel. Übrigens angelehnt an die Serie Bates Motel, ne? Sehr coole Serie, sehr Psycho-Serie. Auch hier mit dem Haus und alles. Eigentlich wie in der Serie. So. Oh. Wenn es jetzt so direkt vor der Haustür steht, dann mach mal einen Doppelloot, ne? Das steht dann gleich an das Auto da. Noch eine 5er Stahlschaufel oder eine Eisenschaufel. Gut, hier geht's rein, ne? Hier startet das Spektakel. Ich glaube, bin auch hier schon mal gestorben. Glaube ich, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich wirklich nicht mehr an jeden meiner Tode erinnern hier in Seven Days to Die, was ich schon mal gehabt habe. In dieser Staffel sind wir jetzt, glaube ich, 6 Mal gestorben. Oder? Ja. Das war die Mrs. Fate. So, prepare for contact. Wann kriegen wir einen Contact? So. Aber man sieht es von Loot, es wird schon immer besser, ne? Ja, auch hat man jetzt nicht wirklich die Eisensessel aus Yada, also die Eisenmetallsessel. Grill könnten wir unter Umständen ja brauchen hier, wenn wir uns was zum Essen machen wollen. Wir haben ja noch, hier noch gar kein Lagerfeuer. Gehen Sie erst hoch? Und war das nicht so, dass man da jetzt in den anderen Räumen rein konnte? Dem war man, in dem war man nicht. War das nicht so, dass man da jetzt in die ganzen anderen Zimmer rein kann? Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ne? Warum kriegen wir jetzt hier auf einmal so viele Bogensachen? Ach so? Wo? Okay. Wer von euch kennt die Serie auf Netflix? Bates Motel? Schreibt's mal in die Kommentare. Schreibt generell mehr in die Kommentare, bitte. Achso, da können wir eh so auch überall rein. Hätten wir jetzt gar nicht da oben drüber müssen. Es ist bis jetzt noch etwas ruhig hier. Sehr verdächtig. Aber prächtig. Ich spiele übrigens immer noch und immer mehr. Und vielleicht gibt es ihn mittlerweile auch schon sehr. Mit dem Gedanken. Komm, wir nehmen den Zimmer-Generalschlüssel mit. Wir haben ja eh einen Generalschlüssel eingesteckt. Nehmen wir noch einmal. Einen Community-Server zu machen. Für 7 Days to Die. Okay. Gut. Gehen wir wieder weiter. Gehen wir jetzt nach unten, ne? Ja, es sind alle draußen. Da geht es jetzt quasi dann rüber ins Haupthaus. Ja,
Hey! Ich habe doch gerade geschaut, ob da was um die Ecke ist. Stirbst du? Und wann heilt Roni mich eigentlich? Wann heilt die mich mal? Grausiges Vieh. Genau. Fates Motel. Ich finde den Teddybär so süß übrigens. Habe ich euch das schon mal erzählt? Mein Teddy. Vehicles, jawohl. Das Zeug brauchen wir. Sogar sehr, sehr dringend. Damit wir unser Auto bauen können. Hast du das schon da unten? Sind wir schon im Haus herüben? Im Keller angelangt. Da kann jetzt leider gerade echt nicht anders. Schauen wir kurz mal um die Ecke. Das ist... Es gibt halt einfach mal... So gut Stein, ja. Ist ja Schutt. Und ist so schnell weg. Und jetzt ist Nacht, ne? Jetzt ist Nacht. Bei Nacht in Fates Motel, da möchte sein, ne? Das können wir auch da lassen. Das können wir da lassen. Das. Und passt. So. Geht gleich wieder ein bisschen ab. Die ging es jetzt mehr ab, als ich gerade erwartet habe. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da so eine kleine Horde rumkommt. Suchen wir schnell den Keller. Durchsuchen wir den Keller, dann sind wir wieder heller. Ölschiefer. Baue ich jetzt auf jeden Fall ab, ja. Den muss ich jetzt abbauen. Wir müssen auch, wenn wir heimfahren, Ölschiefer abbauen. Das ist leider unabdingbar. Und jetzt seht ihr dann gleich mal, wie schnell das geht jetzt mit der Stahlspitzhacke. Und da bin ich dann halt wirklich am Überlegen, brauche ich dann überhaupt eigentlich einen Erdbohrer? Erdbohrer macht voll Lärm. Kostet sau viel Benzin. Ah, da ist auch noch was. Schon hier hinten kurz rein. Aber da ist nichts. Das haben wir schon wieder überladen. So. Jetzt schaut mal. Oh. Man muss überall was liegen, wo ich reinschauen kann. Seht ihr das? Ich mache einfach einen Stein mit einem Schlag mittlerweile. Wenn hier jetzt weniger, ne, als Kohle übrigens. Sind das Kohle oder Ölschiefer? Wurscht, wir brauchen es auf jeden Fall. Kohle, ne? Auf jeden Fall beim Heimfahren werden wir Ölschiefer mitnehmen. Aus der Wüste mindestens einen Stack voll, also mindestens 6000. Der Kohlekeller, da wird geheizt. Haben die Leichen weggeheizt hier. So.
Wir sind immer noch nicht durch, ne? Wir sind, jetzt geht's erst ins Haupthaus. So richtig. Oh, hat sie mal ausgezahlt. Oder auch nicht. Vorsicht, Minen. Schatzele kann schon wieder nichts tragen, ne? So. Wir haben ihn geladen. Zimmer. Uah. Der steht nur da und bewegt sich nicht und macht dann nichts, aber mir reicht es gleich voll, ne? Also Pizzi Mizzi, tut mir leid, wenn es dich und den Wauzi wieder geschreckt hat, ja, und das wieder irgendwelche Kettenreaktionen ausgelöst hat. Ja, kommt das. Oh, Kochbuch nehmen wir natürlich schon. Und jetzt wieder irgendwo so eine Schreierin unterwegs. Ja. Hi. So, warte mal. Da läuft offensichtlich gerade eine Horde vorbei. Robotikteile, sehr schön. I've got a bad feeling about this. Oh. Die hängt fest. Oh. Sorry, Drohne, das warst du. Bin gerade so festgehängt da hinten. Wie er immer nachzuckt, ne? Wenn die immer so nachzucken, dann glaube ich immer, da kommt noch was. Jetzt haben wir draußen die Horde aufgeweckt. Puh. Weiter geht's. Slowmo hat übrigens behauptet, ich vergesse immer so viel. Aber ich vergesse doch nie was. Ich muss die Schreierin wegmachen. Nutzt nichts. Das nutzt nichts. Sind die vorhin schon durch? Na. Jo, ich glaube, wir kriegen kurz Besuch von einer kleinen Wanderhorde, ne? So. Weiter im Text, ne? Aber ich würde sagen, hier machen wir einen Cut und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht. Ciao, Baba, euer Marito.